Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Outriders. Schön, dass ihr am Start seid. Das Spiel hat mich nach dem Laden hier rausgeworfen. Hier müssten wir, glaube ich, auch stehen geblieben sein. Glaube nicht, dass wir jetzt nochmal irgendwas doppelt zocken müssten. Wir sind immer noch in der Hauptmission. Ich muss den Empfänger dort oben anbringen. Ja, wo kam die denn jetzt so schnell her? Ja, wir sind immer noch in der Hauptmission mit dem Empfänger. Werden die aber in der Folge, denke ich mal, abschließen können. Und dann sollten wir auch hier im Gebiet alle Missionen erledigt haben. Ach, ich bin doof. Ich muss ja meine zweite Fähigkeit einsetzen. Damit wir wieder schön Geschosse ins Magazin bekommen. So, was ist denn hier los? Weltstufe 10? Merkt man definitiv. Natürlich alles noch kein Problem für uns, aber wir müssen uns ranhalten. Gibt's hier noch irgendwas Schönes? Sieht nicht so danach aus. Hier dürfen wir überall nicht durch. Also, wir sollen da hoch den Empfänger da oben hinstellen. Müssen wir leider abbrechen die Mission, weil ich habe Höhenangst. Geht also dementsprechend nicht. Oh, jetzt wieder das Doofe, dass wir die Lavageschosse verlieren. Aber geht halt nicht anders. Auch wenn wir so viel Eisen, glaube ich, schon mittlerweile haben. Wie sieht's denn aus? 15.000, das brauchen wir im Leben nicht. Aber einfach liegen lassen will man es halt auch ungern. Ach Mist, das wäre so ein schöner Ort gewesen für eine Truhe. Was soll ich denn beobachten? Ach dort, sag doch was. Ein Kriecher. Cool wäre es, wenn wir uns den Alpha erstmal holen könnten. Weil die immer so hässlich angesprungen kommen. Ja, genau du. Genau das meinte ich. Muss mal warten, bis mein Dings wieder fertig ist. Der Lebensentzug. Weil wir haben kaum noch Lava geschossen. So, jetzt. Bam, dann haben wir ihn. Dann holen wir euch kleine Säcke hier oben noch. Und dann kriegt der Kriecher gleich noch eine ab. Ein Magazin können wir ja erstmal verballern. Wir haben ja da noch eins. Ach, nicht diese Fähigkeit. Zieht so heftig Damage rein. Also generell die ganzen Fähigkeiten von den Kriechern sind teilweise echt ekelhaft. Aber schadenstechnisch sieht's geil. Hier, Hälfte, über die Hälfte vom Leben, ne? Mit einmal treffen. Ja. Genau das meine ich. Ach, shit. Das war so dumm. Es war einfach wirklich richtig dumm. Das Problem ist halt, ihr seht es, dreimal von so einem Strahl getroffen, man ist tot und das Ding geht halt auch komplett durch alles durch. Wir standen ja hinter so einem, naja, Felsen kann man es nicht nennen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und man hat halt einfach keine Chance, schnell genug auszuweichen. Unsere Lebensentzugsfähigkeit war leider auch komplett aufgebraucht. Damit blieb halt nicht mehr viel übrig. So, dich auch noch weg. Dann haben wir noch 22 Schuss. Wollen wir damit starten? Könnten wir eigentlich. Ach, das war wieder so ein ärgerlicher Tod. Das ist immer schade wegen der Weltstufe, aber bin mir nicht ganz sicher, wie viel es gefressen hat. Ich hoffe mal nicht ganz so viel. So, ich bräuchte die Gegner. Ah, Mist, hat nur einen getroffen. Ja, da müssen wir das erste Magazin jetzt rausschießen. Leider nur eingetroffen. Deswegen haben wir nur 33% wiederbekommen und nicht 66. So, es geht schon mal beschissener los als vorhin. Jetzt würde ich gern zwei treffen. Danke. Wir müssen es verballern, anders geht's leider nicht. Es dauert noch zu lange. Eventuell müssen wir ein bisschen, vielleicht doch nicht nur auf Waffenstärke gehen, sondern auf Abklingzeitreduktion. Beziehungsweise ist das aktuell sowieso noch nicht so das Max-Damage-Bild, was ich hier fahre. Wir sind ja sowieso noch längst nicht so weit. Aber ich glaube, zumindest von dem, was ich jetzt schon so Multiplayer an Pyromanten gesehen habe,
ist diese ganze Lavageschossgeschichte bei den Pyromanten, glaube ich, gar nicht mal so die beste Wahl. Also viele Pyromanten sind halt tatsächlich nur am Fähigkeiten hinterherballern und kaum am Schießen, zumindest habe ich es bis jetzt so mitbekommen. Ich habe mir noch keine Videos angeguckt zu Max Damage Builds oder sonstiges. Deswegen erstmal gucken. Solange wir gut durchkommen, passt es. Und früher oder später werde ich mich mal ein bisschen informieren, was denn hier aktuell die beste Wahl wäre. So, jetzt fängt er wieder an mit der Scheiße. Zweimal getroffen. Was soll ich tun? Ich kann mir kein Leben holen. Der hatte noch 1 Millimeter Leben. Ach man, vor allem jedes Mal so lange. Wir sind schon wieder bei 6 Minuten fast. Und es ist nichts passiert, aber das ist halt das Problem, ne? Ich kann mir kein Leben holen. Außer durch die Fähigkeit unten. Ach man. Kann da nicht sein, dass wir jetzt an dem einen doofen Kriecher hier hängen bleiben? Nur weil der jedes Mal seine scheiß Fähigkeit macht und man halt keine Chance hat, irgendwie auszuweichen. Ich weiß nicht, wie weit hinter diese Strahlen gehen. Man einfach auf genügend, nur genügend Entfernung braucht. Aber es war schon ganz schön nubig von mir, gebe ich offen und ehrlich zu. Hätte man um einiges besser machen können. So, dann komm wieder runter. Komm runter, mein Freund. Ah, alles wird gut. Ein Schuss bloß noch. So, wir gehen jetzt erstmal wieder auf den Alpha. Oh, es ist einfach... Es ist einfach zu krass. War das schon der Alpha? Haben wir aber schnell bekommen. Nee, das ist der Alpha. Wollte schon sagen. Ah, wir haben unsere Lavageschosse komplett verschossen. Stimmt, wir waren ja schon im zweiten Magazin. Das habe ich nicht so ganz bedacht. Uah. Ah, geh doch weg. Ja, jetzt haben wir ihn gleich. Das hätte nicht nochmal sein müssen. Wenn der jetzt wieder mit seinem Move... Ja. Ist es das? Nee, das ist dieser Strahl. Gut, bei dem passt das schon mal von der Entfernung. Leider nur einen erwischt. Lavageschosse sind wieder leer. Ah, aber hier hilft zumindest der Baumstamm. Hier aber wiederum nicht, ne? Ah. Eigentlich ist es so eine easy Fähigkeit. Also von ihm. Wenn es sich halt doof erwischt, dann erwischt es sich halt doof, ne? So, wir haben ihn gleich. Diesmal schaffen wir es auf jeden Fall. Ah, jetzt rennt er nicht hier weg. Oder springen nicht weg. So, endlich. Dein Perforo noch. Und die halt mittlerweile auch echt auf Weltstufe 10 heftigst viel aushalten. Wir brauchen halt wirklich die Lavageschosse, ansonsten dauert das ja alles 10 Jahrhunderte. Gut, wir haben es geschafft. Beim dritten Versuch. Lässt sich noch verkraften, würde ich sagen. Ob es hier oben noch was gibt? Irgendwo muss da noch eine Truhe sein. Keine Truhe. Jetzt auch nicht so ewig lang hier rumrennen. Nee, es sieht nicht danach aus. Schade. Na, mal gucken, ob wir hier hochkommen. Ich habe gar keine Ahnung mehr. Ich habe die Mission bestimmt auch schon gespielt, aber ich habe echt keine Ahnung, was uns hier erwartet. Sahidi? Ich hab die Richtung. Aber da braut sich was zusammen. Waren die anderen? Wir müssen Schutz suchen. Vorsicht! Da rein!
August, du bist zurück. Was genau macht dein Freund da? Bailey! Ach, Scheiße! Seht euch dieses Ding an! Es erzeugt den verfickten Sturm! Nein, warte! Es ist nicht, was du denkst! August kann ihn kanalisieren, steuern! Hör zu, August hilft uns! Ach, echt? Bailey, steck die Waffe weg! Oh, das hättest du wohl gern. Ich hab die Schnauze voll von eurem kleinen Todesmarsch. Ich gehe jetzt schön zu Corrigan zurück und nehme diesen Freak hier mit. Komm her! Ah! 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 Also fühlt sich das an. Bailey, sei vorsichtig. Du weißt nicht, was die Energie mit dir macht. Oh nein. Geht. Los! Ist das dein Ernst? Das willst du doch nicht. Du irrst dich ganz gewaltig, Freak. Oh, oh, jetzt müssen wir gegen die Bailey kämpfen. Gar kein Bock. Jetzt erinnere ich mich auch langsam wieder dran. Uah. Geh doch weg. Komm, quatscht euch aus. Alter Schwede macht die heftigst Schaden. Und wir machen irgendwie gefühlt gar nichts an der. Wo ist sie hin? Hier. Okay. Alter. Ja, wieder so eine Scheißfähigkeit, die durch die Wände geht. Was macht sie? Felsstacheln? Also wir waren damals zu dritt, als wir gegen sie gekämpft haben. Entschuldige, dass ich immer dazwischen quatsche, wenn die gerade quatschen. Ja, wir waren zu dritt und da muss ich sagen, war die total easy. Zumindest habe ich es noch so in Erinnerung. Aber ich muss sagen, jetzt alleine hier. Weltstufe 10. Ist irgendwie doch schon eine Hausnummer. Hält Stacheln. Macht die irgendwo hin, wo ich nicht bin. Wäre ich dir sehr verbunden. Sogar mit ihrer normalen Waffe, ne? Schießt ihr uns hier innerhalb von ein paar Sekunden komplett runter. Das ist echt heftig. So, jetzt brennt sie. Würde gerne das... geh weg mit deinen Stacheln. Das Magazin hier einmal behalten wollen. Genau so. Was kommt jetzt? Okay, also es geht doch. Aber wir müssen halt echt aufpassen, ne? Zweimal hintereinander darfst du uns nicht treffen, dann haben wir definitiv ein Problem. Hat die sich gerade geheilt? Die hatte doch gerade noch weniger. Ui. Oder? Ah, genau das darf nämlich nicht passieren. Ich will jetzt hier mal nicht in Deckung gehen, weil eigentlich geht's. Wir müssen halt eher ständig in Bewegung bleiben. Mist, jetzt haben wir die Lavageschosse verballert. Naja, gut. Ja. Und mir krabbelt die Nase mitten im Kampf. Gibt's... Ah, shit. Gibt's doch wohl nicht. Aua. Ey, seit wann macht ihr das dreimal hintereinander? Müssen wir uns erstmal kurz heilen. Lavageschosse wieder da. Oh, die Nase hört nicht auf zu krabbeln. So, los. Jetzt müssen wir sie doch gleich mal kriegen. Ah, wir hätten aufladen können. Oh, das hört nicht auf.
Entschuldigung. Da wackelt sogar der ganze Kamera hier, ganzes Bild. Ich mir an der Nase kratze. Aber das ist immer so typisch, ne? Sobald ich anfange aufzunehmen, krabbelt mir das Gesicht oder die Nase, irgendwas, was gerade nicht so geil ist. Ja, nein, nein. Okay, also das macht sie dreimal. Können wir eigentlich auch noch ganz gut ausweichen. Wir haben wieder beide Magazine verschossen. Ich Vollidiot. Gleich haben wir sie. Jetzt darf kein Fehler mehr passieren, dann kriegen wir es hin. Komm schon. Wo ist sie? Ah, nein, 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 nein. Nein. Gott, war das knapp. Ich habe halt auch immer so ein Glück, dass ich kurz vor Ende des Kampfes noch sterbe. Ah, ich will mir eigentlich... Nee, wir laden das nochmal auf. Brauchen die Lavageschosse jetzt. So, bam. Hau drauf. Wir haben es geschafft. Was für ein Kampf. Nein! Du gewinnst nicht! Warum werde ich schwächer? Nein! Nein! Warte! Nein! 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 Sie atmet. Aber ihr Rückenmark ist wohl durchtrennt. Wenn sie überlebt, wird sie gelähmt sein. Gut. Dann sieht sie die Monster ihre Leber fressen. Na los. Es gibt keinen Grund, sie leiden zu lassen. Nein! Es ist egal, was sie getan hat. Wir nehmen sie mit. Ich werde mich persönlich um sie kümmern. Ich würde das für euch alle tun. Wirklich? Okay. Und jetzt erzähl mir die Wahrheit. Meine Vision. Von der Wiese. Ich habe noch mehr gesehen. Bailey ist dort. Wie soll es wahr werden, wenn sie nicht bei uns ist? In deiner Vision sind wir alle dort. Ich weiß nicht. Weiß er es schon? Er hört nicht zu. Egal, was ich sage. Da schauen wir mal. Jakob, wir müssen reden. Das... Also, wie soll ich sagen? Die Sache hier könnte übel ausgehen für einige von uns. Was auch immer es ist, vergiss es. Ich muss den Truck vorsichtig machen. Klar, aber hör bitte... Was? Hier oder da macht doch keinen Unterschied, wo wir sterben. Dass wir beide nicht schon x-mal ins Gras gebissen haben und noch atmen, ist sowieso ein Wunder. Also, halt die Klappe, ja? Okay, dann machen wir das. Leider wieder keine Kiste, zumindest finde ich keine. Es war bloß Muni, hier hinten war auch nichts weiter. Ja, dann müssen wir mal gespannt bleiben, wenn sie den Jakob nicht sieht, ob sich überhaupt ihre Vision erfüllt oder ob es alles Quatsch ist oder ob sie vielleicht, ja, ob sie es erfüllt und sie recht hat. Wir machen erstmal Schluss an der Stelle hier. Mal gucken, was mit der guten Bailey wird. Auf jeden Fall Rückenmark durchtrennt. Wird wahrscheinlich ein Rollstuhl werden in Zukunft. Morgen 17 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut.